Herzlich willkommen, liebe Journalisten und Journalistinnen, zum heutigen Pressbriefing des Science Media Center Germany. Das Thema heute ist, welche Immunantwort schützt wen vor SARS-CoV-2? Jetzt ist es ja nun schon ein Jahr her, dass das neuartige Coronavirus in China auftauchte und sich anschließend weltweit verbreitete. Die erste Infektionswelle erreichte Europa im Frühling. Zu diesem Zeitpunkt wusste man noch nicht viel über das Virus und man hat nur die schweren Fälle in China und Italien beobachtet. Und das hat die Staaten veranlasst, alsbald sehr drastische Maßnahmen einzuleiten, wie zum Beispiel die nationalen Lockdowns, um die Verbreitung des Virus erstmal zu verlangsamen und Zeit zu kaufen. Seitdem läuft die Forschung auf Hochtouren und hat auch schon sehr viele Erkenntnisse gewonnen, die ja auch schon Rückschlüsse auf den Umgang mit dem Virus erlauben. Allerdings sind noch nicht alle Forschungsfragen geklärt. Und die sehr vielseitige Ausprägung der Erkrankung erschwert es teilweise ja auch, klare Schlussfolgerungen zu ziehen, um dann gezielte Maßnahmen einsetzen zu können. Jetzt haben sich zwei sehr gegensätzliche Ansätze verbreitet oder sehr stark geworden und hat Befürworter für sich gewinnen können. Das ist auf der einen Seite die sogenannte Great Barrington Declaration. Die Initiatoren dieser Declaration propagieren die Idee, dass man ja eine Herdenimmunität unter den jüngeren Bevölkerungsschichten aufbauen kann, um gerade die betagten, schwächeren Risikogruppen dann schützen zu können. Und auf der anderen Seite versammeln sich hinter dem sogenannten John Snow Memorandum nun namhafte Forscher, die darin betonen, dass es aber doch noch immer ungewiss ist, ob man überhaupt einen langfristigen Immunschutz aufbauen könne, vor allem nach milden Infektionen. Und deshalb sollte man die Hoffnung nicht auf den Herdenschutz setzen. Und diese zwei Ansätze sind so gegensätzlich, dass sich doch die Frage stellt, was ist nun jetzt eigentlich bereits bekannt über die Immunantwort gegen das Virus und wie sicher ist die Annahme, dass nach einer Infektion ein langanhaltender Immunschutz überhaupt aufgebaut werden kann? Welche Folgen hätte es für Maßnahmen, wenn nach milden Infektionen kein anhaltender Immunschutz aufgebaut werden kann? Und was bedeuten die Erkenntnisse aus der Immunologie für die ersten Impfstoffe, die ja jetzt schon auf dem Weg zur Zulassung sind? Diese Fragen und Ihre natürlich wollen wir beantworten und dafür haben wir die drei anwesenden Experten heute eingeladen, die hier für Sie auch Ihre Fragen beantworten werden. Diese können Sie bereits jetzt im Chat stellen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die an alle Teilnehmer richten, sodass mein Kollege, der mich hier bei der Moderation unterstützt, die mir auch einspielen kann. Gut, dann möchte ich auch schon zu den Experten kommen. Der erste im Bunde, den ich hier vorstelle, ist Professor Jakob Nattermann. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe für angeborene zelluläre Immunologie an der Medizinischen Klinik und Poliklinik 1 am Universitätsklinikum Bonn. Hallo, Herr Nattermann. Hallo. Herr Nattermann arbeitet an natürlichen Killerzellen, die zum angeborenen Immunsystem gehören. Das ist so die erste Verteidigungslinie im Kampf gegen Infektionen. Und dort spielen diese natürlichen Killerzellen eine Rolle bei der Erkennung und Zerstörung von virusinfizierten Zellen. Herr Nattermann, was weiß man jetzt schon über das angeborene Immunsystem und dessen Rolle als Reaktion auf eine SARS-CoV-2-Infektion? Und welche Rolle spielen auch die natürlichen Killerzellen dabei? Also es ist kompliziert. Also wir wissen natürlich, dass das angeborene Immunsystem eine wichtige Rolle spielt, generell bei Virusinfektionen. Und es gibt ja jetzt kürzlich publiziert auch die Arbeit, die die Immunantwort bei Kindern mit untersucht hat, auch im Vergleich zu Erwachsenen. Und da scheint es ja so, dass bei Kindern, die generell ja einen milden Verlauf haben, weniger anfällig sind für eine schwere Immunantwort, da sind Zytokine, die zumindest sehr wichtig oder assoziiert sind dem angeborenen Immunsystem wie IL-17, Interferon Gamma, spielt natürlich auch beim adaptiven Immunsystem eine Rolle, dass das scheinbar bei den Kindern stärker ausgeprägt ist, die da Immunantwort früher kommt und da auch dann eine gewisse Korrelation sich findet mit dem Verlauf der Erkrankung, sodass man da schon vermuten kann, dass diese frühe innate Immunantwort durchaus eine wichtige Rolle spielt. Die geht dann im Verlauf verloren, ist bei den Erwachsenen, wie gesagt, nicht so stark ausgeprägt. Was man bei den Erwachsenen, jetzt über natürliche Killerzellen, bis dato weiß, ist, dass die sich in ihrer Zusammensetzung durchaus verändern, dass es da gewisse Assoziationen gibt mit dem Verlauf der Erkrankung, dass die aber wahrscheinlich sehr früh schon in der Infektion, wenn die einmal da ist, dann massiv gestört sind und da dann eigentlich die
Aktivität, die antivirale Aktivität, die sie vermitteln sollen, so nicht mehr vermitteln können. Warum das so ist, ist momentan noch nicht so richtig klar. Das ist so eine der Sachen, an der unsere Arbeitsgruppe, aber auch andere Arbeitsgruppen momentan sehr aktiv forschen, um das zu verstehen. Weil ja natürlich die Killerzellen auch mal schon am Beginn der Pandemie als mögliche immunmodulatorischer Therapieansatz ins Spiel gebracht worden sind, auch im Krebsfeld kompliziert werden. Sie haben gerade gesagt, die Kinder haben dann eine höhere Bildung von Zytokinen. Weiß man auch schon, ob, also was genau sie dann tatsächlich von einer schweren Infektion schützt? Man weiß es nicht so. Man weiß natürlich, Interferon Gamma geht hoch. Das ist in Zytokinen, was sehr wichtig ist, weil für die antivirale Immunantwort ganz unterschiedlich wären. Hepatitis C, B, bei HIV spielt es eine Rolle. Also das scheint ein ganz allgemein antiviral aktives Zytokin zu sein. IL-17 ist wahrscheinlich dann mehr immunmodulierend. Wie es genau dann bei SARS-CoV wirkt, weiß man nicht. Es gibt auch zumindest mir bekannt keine Arbeiten, die zeigen, dass diese Zytokine da direkt antiviral wirksam sind. Man weiß es für Interferon Alpha, Interferon Lambda. Ich kenne jetzt keine Arbeiten, die für diese Zytokine das zumindest in vitro gezeigt haben. Der Befund ist nur, dass bei den Erwachsenen, die anderen Immunarme scheinbar gar nicht so viel schlechter ausgebildet sind als bei den Kindern, was ein bisschen dafür spricht, ist ganz allgemein, dass das jetzt nicht der primäre Unterschied möglicherweise ist, der jetzt das erklärt, warum Kinder besser laufen im Schnitt als Erwachsene. Aber es wird noch viele andere Faktoren geben. Das ist, glaube ich, das, was noch insgesamt so kompliziert macht. Das ist eben nicht der eine Faktor, die eine Zelle, das eine Zytokin, die diese Unterschiede erklärt. Ja. Gut, dann möchte ich als nächstes Herrn Professor Zimme vorstellen. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin 2 am Universitätsklinikum Freiburg und er beschäftigt sich quasi mit der zweiten Schicht des menschlichen Immunsystems, dem erworbenen Immunsystem. Sie haben kürzlich eine Untersuchung zur T-Zell-Antwort als Reaktion auf eine SARS-CoV-2-Infektion zu Ende gebracht, die in Bälde jetzt auch in Nature Medicine veröffentlicht wird. Nochmal zur Erklärung, was sind T-Zellen genau, welche Aufgaben übernehmen sie und was konnten Sie in Ihrer Studie denn herausfinden? Also T-Zellen gehören, wie Sie sagen, zur adaptiven Immunantwort. Die erkennen virusinfizierte Zellen und können diese dann ganz gezielt töten. Sie spielen also eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Virusabwehr. Wir haben in unserer Studie zeigen können, dass Patienten unmittelbar nach der SARS-CoV-2-Infektion innerhalb von 1 bis 2 Wochen starke T-Zellantworten haben. Die gegen ganz verschiedene Bereiche des Virus gerichtet sind und dass diese stark aktiviert sind, aber auch erhalten werden. Wir haben also Patienten verfolgt ganz frühen Infektionen, wo wir auch die Baseline hatten, also Werte vor Infektionen aus unserer Biobank. Und wir konnten also sehen, Infektion induziert ganz schnell eine T-Zellantwort. Die T-Zellantwort geht langsam runter, ganz ähnlich beim Grippevirus, aber sie bleibt nachweisbar. Herr Zimmer, warten Sie kurz. Ich kann Sie gerade nicht so gut verstehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vorher war das nicht so. Mal versuchen. Ja, das waren jetzt so die letzten paar Sätze, die etwas dumpf waren, ja. Also entscheidende ist, die T-Zellantwort bleibt bei Nachinfektion nachweisbar. Wir haben Patienten verfolgt, da verschwindet der Antikörper, aber die T-Zellen bleiben. Und diesen T-Zellen wird schon eine wichtige Rolle zugespielt. Das heißt, sie spielen ja zum einen eine Killerzellantwort, sie können direkt virusinfizierte Zellen induzieren. Zum anderen gibt es auch Helfer-T-Zellen, die eine wichtige Rolle in der Stimulation von Antikörpern spielen. Und die Botschaft, dass diese Zellen nachweisbar werden, auch nach diesen Infektionen, ist, glaube ich, eine wichtige Information. Die haben nicht nur wir gezeigt, das zeigen gerade viele Studien weltweit in ganz unterschiedlichen Orten. Und ich glaube, das ist tatsächlich positiv zu bezeichnen. Man sieht auch, dass bei Patienten, gerade älteren Patienten, die schwerere Verläufe haben, diese orchestrierte Immunantwort gestört sein kann, dass man diese T-Zellen nicht. Und das unterstreicht auch, dass sie eine wichtige Rolle spielen. Dass sie langfristig nachweisbar bleiben, hat man übrigens bei anderen SARS-CoV, zum Beispiel SARS-CoV-1, schon vor 10 Jahren gesehen, dass die auch 10 Jahre nach Infektion nachweisbar bleiben. Also zusammengenommen, glaube ich, ist das die Botschaft,
Im Gegensatz zu Antikörpern, die Sie angedeutet haben, können teilweise verschwinden, bleiben T-Zellen erhalten, werden auch von der Vaccinierung mit induziert. Lassen nicht optimistisch sein, dass es gelingen kann, hier einen Heilschutz auch eben dann durch die Impfung zu haben. Gut, wir haben immer, also ich höre Sie leider wirklich nicht so gut. Vielleicht müssen wir noch mal gucken, ob wir die Teilnehmer teilweise stumm schalten, Herr Nattermann oder Herr Sander, damit wir gegenseitig den jeweils anderen Teilnehmer gut hören können, wenn Sie sprechen. Ich komme jetzt trotzdem noch mal erstmal zu Ihnen, Herr Sander. Danke, Herr Timme. Ah, ja, das Rauschen kommt von Ihnen, Herr Sander. Ist gut, wenn Sie sich stumm schalten. Ich möchte Sie aber erstmal vorstellen. Leif Erik Sander ist der Dritte im Bunde. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung und Oberarzt in der Medizinischen Klinik für Infektiologie und Pneumologie an der Charité Berlin. Mit all dem Wissen, was wir jetzt über die natürliche und erworbene Immunität bereits haben, wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die Impfstoffe, die gerade auf dem Weg sind, tatsächlich am Ende eine Schutzwirkung haben und vor einer schweren Erkrankung schützen können? Ich bin erstmal optimistisch, was die Impfstoffe angeht. Wir haben zum einen sehr viel verschiedene Strategien, die vielversprechend laufen, die sehr, sehr gute Immunogenitätsdaten gezeigt haben, alle auch vergleichbar gut. Also da gibt es ja zum einen die sogenannten Vektorimpfstoffe, wo bestimmte Viren, von denen wir wissen, dass sie gute Immunantworten auslösen, in die dann quasi ein Antigen aus dem SARS-2-Virus eingepflanzt wurde, wenn Sie so wollen, verwendet wurden, die zum Beispiel von der Universität Oxford in Gemeinschaft mit Firmen und auch von anderen Firmen entwickelt werden. Dann gibt es eben die neue Technologie der RNA-Impfstoffe, da wird man einfach sehen müssen, die Immunogenitätsdaten sehen dazu auch sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Wir haben aber keine Erfahrungswerte. Und dann gibt es auch noch althergebrachte Konzepte, in dem einfach aufgereinigte Eiweiße, in diesem Fall wieder das Spike-Protein, also dieses Dorn-Protein, mit dem das Virus an die Zelle andockt, gegeben werden. Und das kennen wir ja, das ist 100 Jahre alt, das Prinzip, das geben wir das schon im Rahmen von Tetanus- oder Diphtherieimpfungen oder Ähnlichem. Von daher gibt es verschiedene Strategien, einige mehr althergebracht, einige sehr modern, innovativ. Und bisher die Daten, die publiziert sind, zeigen, dass sie eine gute Immunantwort auslösen, eine starke Immunantwort, was Antikörper angeht, aber auch, soweit das in den Studien abgedeckt wurde, die Daten, die dazu verfügbar sind, dass sie auch relativ gute T-Zellantworten auslösen. Das, was man mit den Tests, die da gemacht wurden, sehen kann. Von daher bin ich optimistisch, dass da auch Kandidaten dabei sind, die gut funktionieren werden. Was mir wichtig ist an dieser Stelle, dass man einmal trennt die natürliche Immunität gegen eine natürlich durchgemachte Infektion, die bei leichten Verläufen nur die Schleimhäute des oberen Atemweges betrifft, und einer Impfung, wo ja dieses Virus oder die RNA oder wie auch immer häufig in den Muskel eingebracht wird. Das kann nochmal eine andere Immunantwort auslösen. Bisher kennen das, was wir wissen von diesen Impfstoffen, ist, dass sie langlebige und gute Impfantworten auslösen können. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir da Impfstoffe haben werden, die zumindest schwere Verläufe werden verhindern können. Das wäre sozusagen zusammengefasst das. Und wir erwarten ja jetzt auch in Kürze schon die ersten Daten aus Phase-3-Studien, also wo wirklich viele Probanden geimpft wurden, wo man auch eine Aussage treffen kann zur Schutzwirkung, ob Personen, die mit dem echten Impfstoff geimpft wurden, weniger häufig schwer erkranken oder überhaupt sich infizieren als Personen, die ein Placebo erhalten haben. Ich denke, wir werden nachher noch mal intensiver auf die Impfstoffe und darauf eingehen. Ich möchte auch noch mal so ein bisschen zur Basis zurückkommen. Die Immunantworten fallen ja sehr unterschiedlich aus und das auch abhängig vom Schweregrad. Inwiefern weiß man, also kann man jetzt schon anhand der Immunantworten sehen oder anhand der Infektion, was passiert da? Also was passiert bei einer leichten Infektion, was bei einer schweren? Die Frage geht eigentlich an Sie alle. Ich würde vielleicht die eröffnen und dann vielleicht können die Kollegen das ergänzen. Ich möchte vielleicht eine prinzipielle Sache vorweg schieben und interessiert mich auch, ob das die Runde genauso sieht. Ich glaube, dass Personen, die eine schwere Covid-19-Erkrankung durchmachen, im Prinzip der schwere Verlauf, nämlich der Lungenentzündung und dann auch der Wartungspflichtigkeit, ist im Prinzip ein Ergebnis der Immunreaktion und nicht primär einer unkontrollierten
Virusvermehrung. Das muss man, glaube ich, einmal sagen und auch trennen. Die Schwererkrankten und die Milderkrankten haben ungefähr gleich viele Viren, die sich verteilen. Und es gibt Viruserkrankungen, wo dann das Virus Überhand gewinnt und man meinetwegen an der unkontrollierten Replikation von Viren oder Pathogenen versterben kann. In diesem Fall, glaube ich, ist der Grund, dass ein Patient ein Lungenversagen bekommt und an die Beatmungs- oder gar andere Organersatzverfahren bekommen muss, dass das Immunsystem, was damit beschäftigt ist, das Virus zu bekämpfen, abzuräumen, eine überschießende Reaktion macht. Das ist aber nicht, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, das, was zu Anfang sehr viel diskutiert wurde und dieses Wort Zytokinsturm und andere Dinge, die dort benutzt wurden, ist nicht nur eine reine Entzündungsreaktion, sondern es erscheint eine Gewebsreaktion zu sein, die auch zu Umbauprozessen führt, die dann dazu führt, dass die Patienten, dass die Lunge nicht in der Gestalt nicht funktioniert, dass Sauerstoff nicht mehr gut aufgenommen werden kann, sodass ich glaube, bei den Schwerkranken wird eine Immunreaktion ausgelöst, die zu einem Krankheitsbild führt. Und bei den Milderkranken wird diese Reaktion nicht angestoßen, es spielt sich hauptsächlich in den oberen Atemwegen ab. Und was genau an welchem molekularen Schalter im Immunsystem schiefläuft, ich glaube, da arbeiten extrem viele Gruppen dran. Gemeinsam mit Herrn Lattermann hatten wir eine Studie, dass man auch im Blut an Zellen des angeborenen Immunsystems Monozyten und Neutrophilen erkennen kann, dass ein Patient schwerer erkrankt. Und ich glaube, wir haben auch Hinweise, dass die da eine Rolle spielen. Aber ich glaube nicht, dass jemand schon die Antwort darauf weiß, was genau der molekulare Schalter ist. Aber dieses Wissen oder dieser molekulare Schalter, ist das nicht auch fundamental für die Impfstoffentwicklung? Bei der Impfstoffentwicklung wollen wir ja, bevor das Virus wirklich sehr stark replizieren kann und dann eben diese Immunreaktion auf das Virus auslösen kann, schon eindämmen. Weil man hofft also sozusagen mit einer vorher präexistierenden Immunantwort, das Virus zu so einem Maße neutralisieren zu können, dass wir gar nicht zu so einer überschießenden Immunreaktion kommen. Was anderes ist, ein schwerkranker Patient, der wird häufig in einer Phase schwerkrank, wenn sein adaptives Immunsystem schon auf Hochtouren läuft, also Antikörper gebildet werden und T-Zellen aktiviert sind, und wird trotzdem noch krank. Aber bei der Impfung wäre das ja umgekehrt, da hätten wir hoffentlich einen gesunden Menschen mit einem Antikörper und vielleicht T-Zellen, die bereit sind, aktiviert zu werden, und dass es gar nicht zu der Ausbreitung des Virus kommt, was eben diese Kaskade in Gang setzt. Das ist mein Verständnis von der Immunpathogenese. Herr Timme, Sie wollten noch eine Ergänzung. Nur ganz kurz, ja, ich stimme komplett zu. Immunantwort hat oder kann als Nebenwirkung eben Immunpathologie auslösen. Und wir behandeln ja aktuell auch Patienten mit Steroiden, also im Grunde, um die Immunantwort dann zu drosseln. Ich sehe das Gefahr bei der Vaccinierung tatsächlich aus den genannten Gründen wirklich nicht führend. Und wir wissen tatsächlich nicht, warum nun einige wenige Patienten so schwer verlaufen. Das sind sicherlich verschiedene Mechanismen. Wir wissen von einigen schönen Studien, dass hier Antikörper gegen einen Botenstoff verantwortlich sein können, dass es genetisch bedingt sein kann. Bei älteren Patienten ist es eher eine insgesamt erschöpfte Immunantwort. Aber da arbeiten, wie gesagt, viele dran. Das bleibt eine spannende Frage, sollte uns aber bei der Vaccinierung nicht wirklich besorgen. Da gibt es direkt eine Nachfrage dazu, zu dieser überschießenden Immunreaktion. Gibt es denn erste Hinweise, ob das bestimmte Personengruppen trifft? Das hatte ich ja gerade so ein bisschen angedeutet. Ja, ja, es gibt also tatsächlich genetisch, kann man sagen. Das waren schöne Arbeiten in Nature of Science vor 2 Wochen, die wirklich gezeigt haben, hier gibt es eine genetische Determinante. Es gibt Autoantikörper gegen Botenstoffe zum Beispiel. Und auch das Alter. Viel mehr glaube ich noch nicht. Also wir wissen bei anderen Sachen, HLA-Typen, also der genetische Hintergrund, der die Immunantwort induziert, kann eine Rolle spielen. Aber wir dürfen bei all dem, was wir hier diskutieren, nicht vergessen, das Virus haben wir wirklich, kennen wir noch kein Jahr. Die ganzen Tools, die wir im Labor verwenden, dass wir die Immunantworten so nachweisen können, dass wir bereits Vaccinierung haben, das ist eine phänomenale Erfolgsgeschichte. Und wir lernen im Grunde, während wir diese Untersuchung machen, es ist ja zurzeit so, dass wir selber fast jede Woche überrascht sind von neuen Erkenntnissen unserer Kollegen. Also ein ganz spannendes Gebiet, wo aber die Puzzleteile sich, glaube ich, zusammenfügen zu einem Bild, das, glaube ich, wir drei gerade so ein bisschen skizziert haben, dass die Immunantwort früh induziert wird, eine wichtige Rolle spielt und dass Impfung tatsächlich Hoffnung macht. Sie haben gerade das Stichwort Autoantikörper genannt. Da gibt es auch eine Frage, und zwar, ob es schon Erkenntnisse gibt, bei welchen oder wie vielen Patienten diese Autoantikörper auftreten oder ob eine fehlende Interferonantwort dafür verantwortlich ist. Und was bedeutet das für den Verlauf und die Diagnose?
Jakob, willst du antworten oder Herr Sander? Ja, das sind wenige. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, 13% konnten die, glaube ich, über genetische Hintergründe erklären. Das ist sicherlich nur ein Teil. Das haben wir aber häufig so bei genetischen Assoziationen. Es gab ja auch ganz früh schon die genomweite Assoziationsstudie, die auch ein paar Spots gezeigt hat. Da poppen natürlich dann aber auch nur die hochsignifikanten auf. Das heißt, wahrscheinlich ist es wie häufig bei diesen Erkrankungen, dass nicht ein genetischer Faktor da maßgeblich ist, sondern es ist wahrscheinlich verschiedene Faktoren. Was die Interferonantwort angeht, das ist mir selbst ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz klar. Also die ist ja weg, das wissen wir. Das glauben wir auch, ist vielleicht ganz am Anfang gar nicht so gut. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob die nicht ganz früh eigentlich da ist und dass wir dann Zellen, die eigentlich das Interferon produzieren würden, sehr früh in der Erkrankung verloren gehen, also PDC, solche Erkrankungen, weil wir eigentlich ja, wenn wir uns die Zellen in den Single-Cell-Analysen angucken, nehmen wir ja ein Interferon-Alpha oder Interferon-Imprint. Das kann natürlich überlagert sein von anderen Sachen, aber dass wir das gar nicht haben, schon von Anfang, da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so ist oder ob das nicht einfach sehr früh einfach dann wegfällt. Und wenn die Patienten symptomatisch sind, dann ist einfach der Produzent dieser Botenstoffe nicht mehr da, beziehungsweise über andere Mechanismen ist das dann weggefangen. Ich glaube, das ist zumindest für mich noch eine offene Frage, ob wir wirklich keine Interferonantwort haben oder ob wir nicht einfach zu spät sind zu dem Zeitpunkt, wo wir messen. Ich möchte nochmal auf die Nachhaltigkeit der Immunität gehen. In diesem John Snow Memorandum steht, es sei ja unklar, wie lange eine protektive Immunität anhält. Kann man das denn so sagen? Oder wäre nicht vielleicht die alternative Aussage besser, wir wissen zwar nicht sicher, wie lange die Immunität anhält, aber wenn der Vergleich mit zum Beispiel anderen Coronaviren nicht täuscht, dann sollte sie ja schon ein paar Jahre andauern können. Wie ist da gerade der Stand? Wie ist das aus Ihrer Sicht? Herr Nattermann. Ich würde absolut widersprechen. Also auch von den anderen Coronaviren, die Daten, die wir haben, diese Common Cold Study, die es gab, oder jetzt aus der HIV, aus der Amsterdam-Kohorte, die zeigen ja eigentlich, also in der Amsterdam-Kohorte haben sie jetzt retrospektiv über 35 Jahre die Samples nochmal analysiert und zeigen da, dass die vier üblichen Coronaviren, die so milde Infektionen, Erkrankungen machen, da im Schnitt jedes Jahr wiederkommen. Also da glaube ich nicht. Und die sind jetzt nicht so genetisch ähnlich, dass man sagen kann, das ist jetzt was nur für die, sondern das scheint ja was für allgemeine Coronaviren zu sein. Natürlich gibt es auch da wieder ein paar Fragezeichen, die aus dieser Studie nicht beantwortet werden konnten. Aber ich glaube, sich darauf zu verlassen, dass wir da jetzt für Jahre Postinfektion Immunität, die neutralisierend ist, aufbauen, das glaube ich nicht. Was ich mir vorstellen kann, was ja die Daten ein bisschen zeigen, dass der dann existente Immunschutz, der vielleicht noch vorhanden ist, dazu führt, dass dann zumindest beim größeren Teil der Patienten dann die Erkrankung milder abläuft, so wie wir es ja auch bei den anderen Infektionen sehen, dass wir quasi, die Infektion ist da, das repliziert das Virus, aber es kommt halt nicht dazu, dass das so einen Zusammenbruch des Immunsystems gibt, beziehungsweise so eine überschießende Reaktion, dass die Leute wieder mehr krank werden. Das wäre meine Interpretation der jetzt vorliegenden Daten. Stimmen die anderen beiden Experten dem so zu? Oder gibt es denn da was hinzuzufügen? Also wie wir schon angedeutet haben, ich glaube, einen wirklichen kompletten Schutz, den werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Es ist ein saisonales Virus, das wiederkommen wird. Aber die Botschaft auch, die Herr Nattermann gesagt hat, dass die Immunantwort bleibt. Wir wissen, dass die T-Zellantwort auch bei den koronaren Viren bleibt, also bei den Cold-Coronavirus, die normale Grippe zum Beispiel machen. Und wir wissen auch, und das war ja auch eine Frage im Chat, dass hier auch eine gewisse Kreuzreaktivität besteht. Das ist in vielen Studien inzwischen gezeigt, dass man eine Kreuzreaktivität hat mit SARS-CoV-2, dass Immunantworten stärker kommen, dass ein Boosting kommt. Und ich glaube, ein Ziel muss schon sein, dass wir eine grundlegende Immunisierung der Bevölkerung haben, zumindest um milde Verläufe damit zu generieren. Ja, da stimme ich überein. Es gibt ja eine Studie, die auch bei SARS und MERS gezeigt hat, dass sie teilweise schon nach jetzt
15 Jahren aber immer noch eine aktive Immunantwort da war bei den Patienten, die diese schweren Infektionen durchlebt haben. Also es könnte schon auch sein, oder nicht? Also ich würde da einmal das unterscheiden wollen. Patienten, die eine schwere Lungenentzündung durchmachen, die bilden eine stärkere Immunantwort auf als jemand, der vielleicht einen asymptomatischen Verlauf hat. Das wissen wir von den Kollegen, die Plasmen sammeln, um Plasmastudien durchzuführen. Die Patienten, die kaum symptomatisch waren, haben nicht so hohe Titer. Ja, was jetzt, was auch immer das heißt, da können wir vielleicht auch noch drauf kommen, dass wir ja gar nicht exakt genau definieren können, wer geschützt ist, aufgrund eines immunologischen Messparameters. Aber ich glaube, man hat ein bisschen auch eine Selektion bei SARS und MERS. Da sind die Patienten aufgefallen, die eine schwere Lungenentzündung haben, und dass man dort Jahre später entsprechend noch die Spuren im Immunsystem findet, ist gut nachvollziehbar. Und die paar wenigen berichteten Reinfektionen, von denen man weiß, dass sie gut dokumentiert sind, sind fast immer Fälle, die in der initialen Phase sehr mild erkrankt waren und zum Teil, das ist auch gut gezeigt, keine Antikörper gebildet haben, weil sie bei der zweiten Exposition beispielsweise dann einen IgM-Antikörper gebildet haben, was schon darauf hindeutet, dass sie beim ersten Mal gar nicht richtig reagiert haben. Und das kann man sich auch gut vorstellen. Ein Coronavirus, was nur in den oberen Atemwegen ein bisschen repliziert, ist im Prinzip rechtfertigt gar nicht so eine starke Immunantwort für das Immunsystem. Das Immunsystem ist ja darauf ausgelegt, sozusagen sich zu arrangieren mit den Mikroben und nur bei schwereren Gefahren wirklich dann eine starke Immunantwort auszulösen. Von daher denke ich, ist da ein Zusammenhang. Und ich sehe es eigentlich genau wie Herr Nattermann und die Kollegen, dass dieses Virus saisonal werden wird und dass man vielleicht damit immer wieder zu tun haben wird, dass es endemisch wird. Und das wissen wir von den anderen Coronaviren. Aber ich glaube schon, dass für eine deutliche Zeit ein Schutz von einer schweren Infektion besteht. Die Frage ist eben, ob man mit einer Strategie es in bestimmten Bevölkerungsschichten, so dass es denn überhaupt geht, was ich anzweifle, laufen zu lassen, einen Herdenschutz für die vulnerablen Bevölkerungsanteile erreichen wird. Das ist meines Erachtens noch für keine Infektionskrankheit gelungen. Das ist mit Impfungen gelungen, sagen wir beispielsweise, weil wir wissen, dass wenn wir jüngere Menschen gegen Grippe oder gegen Pneumokokken impfen, dann profitieren da andere Altersschichten von, die sich nicht haben impfen lassen. Aber dass man das mit natürlichen Infektionen erreicht, da gibt es eigentlich keine Blaupause dafür. Plus, dass ich mir aufgrund der aktuellen Fallzahlen überhaupt nicht vorstellen kann, wie man die Gesellschaft so kompartimentalisieren will, dass es nur durch einen Teil durchläuft. Und der Hinweis sei mir an dieser Stelle auch nochmal erlaubt, auf unseren Stationen hier, wir haben sehr viele Patienten zurzeit liegen, auch relevant viele jüngere Patienten, die schwer erkranken. Das ist zwar seltener, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und wenn man einfach sagt, wir lassen es komplett laufen, dann werden wir auch da, weil wir kennen nicht alle Risikofaktoren gut genug, schwerste Verläufe haben. Und das muss man sich auch gut überlegen. Herr Nattermann, Sie haben gerade auch ganz energisch mit dem Kopf geschüttelt, als es ums Thema Herdenimmunität ging. Haben Sie auch noch Argumente, weshalb Sie der Meinung sind, dass das kein Ziel ist, das man erreichen möchte oder kann? Das Erste, also eigentlich hat Herr Sander alles gesagt, aber ich kann nur sagen, als Arzt, als Intensivmediziner ist das für mich eine völlig absurde Vorstellung, dass ich jetzt hier den Tod von, je nach Rechnungen, dann bei uns 200, 300.000 oder was Menschen aller Altersgruppen, das ist ja das, was Herr Sander auch sagt, wir sehen ja jetzt auch verstärkt, dass wir aktuell auch jüngere Patienten auf der Intensivstation hatten. In der ersten Welle waren es viele 70, 80-Jährige mit vielen Vorerkrankungen. Jetzt sehen wir hier zumindest, wir haben noch nicht so viele, haben ja gesagt, das ist in Berlin anders. Aber da sind jetzt jüngere Patienten, die als einzigen jetzt für uns erkennbare eventuelle Risikofaktoren ein bisschen Übergewicht haben. Also allein aus diesem Grund ist es ein Konzept, was ich in seiner Absurdität ist es kaum zu übertreffen, dass ich sage, ich lasse jetzt mal 300.000 oder 400.000 Leute sterben oder 200.000, weiß ja keiner so genau. Und das andere ist ja das, was wir gerade besprochen haben, dass wir durch diese natürliche Infektion und dann Immunität keinen so langen Dauerschutz aufbauen werden, dass wir damit die Infektion wegkriegen. Das ist etwas, was wir durch Impfungen, eventuell mit einer Boosterimpfung dann, was ich aber nicht als Problem ansehen würde, schaffen können, das glaube ich, aber das schaffen wir nicht nach allem, was wir jetzt wissen, dadurch, dass die Patienten das einmal durchmachen und dann sind sie geschützt.
Genau, es gibt ja auch schon die ersten Publikationen zu Reinfektionen oder es wird berichtet, es sind noch Einzelfälle. Wie viele Menschen werden sich reinfizieren, weil eine erste Infektion so schwach war und so mild? Und wenn immer wieder eine Reinfektion stattfinden kann, wird es ja auch nie zu einer dauerhaften Immunität dann führen können. Wie viel betrifft das? Wie viele Leute ungefähr? Ich glaube, man muss sagen, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben mehr als 30 Millionen infizierte Menschen und wir reden von Einzelfällen, wo wir von Reinfektion sprechen. Das macht ja schon Hoffnung, auch wieder Richtung Impfung, auch dass die Immunantwort hier eine Rolle spielt. Wir wissen leider noch sehr wenig über die immunologischen Verläufe. Angedeutet haben Sie gehört, es waren zum Beispiel, wenn die erste Infektion sehr milde war, aber waren wirklich überhaupt gar keine Antikörper da? Haben die genetische Defekte? Haben sie vielleicht Immunsuppression etc.? Ich glaube, das sind die Fragen, die wir jetzt klären müssen. Aber wie gesagt, Reinfektion ja, aber sehr, sehr selten. Und da jetzt zu schätzen, wie viele es sein werden, ich glaube, es ist noch zu früh. Vielleicht auch noch mal zur Weiterunterstützung, zur Immunantwort. Wir haben Fälle verfolgt, 4, 5 besondere Patienten, die Immunsuppression hatten, die über einen längeren Zeitraum viruspositiv waren. Normalerweise wird das Virus ja nach wenigen Tagen bis Wochen negativ. Also wir haben Patienten, die haben 8, 12 Wochen das Virus gehabt, haben es dann eliminiert und in dem Moment kam die Immunantwort auch hoch. Also nochmal so ein Hinweis, eine starke Assoziation zwischen Viruselimination und Immunantwort. Aber wir sind ein lernendes System und wir werden diese Fragen, die Sie dann gestellt haben, glaube ich, jetzt noch nicht final beantworten können. Hier ist noch eine Frage, nochmal zu den Reinfektionswellen. Also wenn wir tatsächlich mit ständig wiederkehrenden Reinfektionswellen vielleicht rechnen müssen, wenn Impfung allenfalls zu einer Abschwächung der schwersten Symptome führt. Das ist ein Missverständnis. Das ist nicht das, was wir sagen. Wir glauben, also zumindest ich, dass die primäre Infektion und die dann einsetzende natürliche Immunität, das ist wahrscheinlich mit milden Verläufen bei vielen assoziiert. Die Impfung, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, die wäre eine sterilisierende Immunität. Die Patienten, hoffe ich, wären nicht infiziert. Glaubt ihr nicht? Da bin ich nicht hundertprozentig von überzeugt. Ich glaube aber auch nicht, was wollen wir verhindern? Wir wollen Todesfälle verhindern. Ich weiß auch, die Studien sind natürlich auf Infektion ausgelegt, die Impfstudien, dass man sieht, wie viele werden infiziert. Vielleicht ist auch der ein oder andere Impfstoff dabei, der sterilisierende Immunität verursacht. Aber wenn wir Risikopopulationen impfen und die vor schweren Verläufen schützen können und dann auch einen Großteil der Bevölkerung impfen und wir dann mit sehr viel weniger schweren Verläufen zu tun haben, wäre uns damit auch schon geholfen, selbst wenn es dann zu einem weiteren endemischen Geschehen kommt. Das wäre, und ich glaube auch, dass dann wenn da etwas mehr Zeit da ist, die Impfstoffe natürlich auch besser werden und dann möglicherweise auch sterilisierende Ansätze gelingen. Das ist jetzt einfach aber von uns allen, glaube ich, ein Bauchgefühl, weil wir gar nicht sagen können, wie die Daten aussehen werden. Weiß man denn, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Schwere einer Krankheit und der Infektiosität? Also wenn jetzt eine Impfung vielleicht die schweren Verläufe verhindern kann, milde Verläufe vielleicht auch nicht so stark zu Infektionen führen kann, wäre auch schon ein Vorteil. Gibt es da einen Zusammenhang oder ist es eigentlich bei allen Infektionen gleich? Also es gibt hier viele Ausnahmen, die Regeln bestätigen. Das kann man nicht generell sagen. Gerade Superspreader, die das Virus sehr vielen Patienten weiterleiten können, häufig komplett asymptomatisch sein. Also das ist, glaube ich, noch nicht final zu beantworten. Gut, dann möchte ich zu den Impfstoffen kommen. Wenn eine durchgemachte Infektion mit SARS-CoV-2 nicht vor abermaliger Ansteckung vielleicht schützen kann, wie kann es dann einem Impfstoff gelingen, der ja hoffentlich auch keine Krankheitssymptome hervorruft? Herr Sander? Ganz kurz. Oder Herr Timmer? Nee? Jetzt machen Sie mal. Machen Sie ruhig, Herr Sander. Legen Sie los. Ich wiederhole mich ganz kurz vom Anfang. Das Prinzip einer Impfung ist halt ein ganz anderes als das der natürlichen Infektionen. Und Coronaviren sind deswegen so erfolgreich, weil sie, glaube ich, dem Immunsystem zu einem gewissen Grad auch entkommen können und eben dann nicht eine dauerhaft sterilisierende Immunität hinterlassen, aber die allermeisten Menschen ja auch nicht krank machen oder töten und deswegen so erfolgreich sein können. Andere Viren machen das genauso. Wir wissen aber auch, es gibt einige Beispiele, nehmen wir zum Beispiel Zoster, also die Gürtelrose, den kann man immer wieder bekommen.
Man kann aber eine Impfung geben und dann ist man im Prinzip geschützt. Das Gleiche ist ähnlich für die humanen Papillomaviren, die ja auch für den Gebärmutterkrebs ursächlich sind. Die Impfung ist ein ganz anderes Prinzip. Dort verabreichen wir einmal kurz quasi wir geben dem Immunsystem einmal kurz den Personalausweis des jeweiligen Pathogens und das Immunsystem kann sich das einprägen, wenn das Pathogen, das Virus selber, das aber quasi in einer natürlichen Infektion verhindert, kann sich das Immunsystem nicht hundertprozentig schützen. Und so wäre mein Verständnis, dass die Strategien, die wir jetzt gewählt haben oder die gewählt wurden für eine SARS-CoV-2-Impfung, die sind etabliert, von denen weiß man, das funktioniert, damit langfristige Immunantworten zu induzieren. Es würde jetzt kein Mensch auf die Idee kommen, einfach ein Coronavirus, also man könnte sicher auch ein Coronavirus geben, das würde aber eben dann genau zu dem Phänomen führen, was Herr Nattermann beispielsweise aus der Amsterdam-Studie gezeigt hat, dass man es dann doch immer wieder bekommen kann. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Es sind zwei komplett unterschiedliche Prinzipien, die man unterschiedlich betrachten muss. Genauso wie in anderen Fällen eine natürliche Infektion sehr, sehr viel besser schützt als eine Impfung, weil die Impfung nicht genauso gut ist. Ja, aber ich glaube, bei den Coronaviren besteht durchaus Hoffnung, dass der impfinduzierte Schutz nochmal ein anderer und ein besserer ist als der durch die natürliche Infektion. Und wie könnte eine sinnvolle Immunisierungsstrategie aussehen für die Bevölkerung, wenn wir zunächst vielleicht sehr wenig Impfstoff haben, aber wir das Land jetzt auch nicht komplett runterfahren wollen? Wer wäre da wahrscheinlich am sinnvollsten als erstes zu impfen oder wen sollte man sinnvollerweise als erstes impfen? Robert. Das ist eine schwierige Frage. Sicherlich wird man natürlich gerade wird man lernen müssen, ob Risikogruppen, wir haben gerade von Älteren gesprochen, werden Ältere erfolgreich geimpft? Haben wir da und sehen wir da gute Antworten? Erste Hinweise sagen ja. Studien gerade ganz frisch publiziert zeigen, das ist ja genau, was Herr Sander auch gerade darauf hingewiesen hat, dass die natürliche Infektion, die dort häufig eben keine gute Immunantwort macht, beim Impfstoff dann besser sein kann. Ich glaube, das wird wirklich, das sind Fragen, die wird man sich dann sehr genau angucken und stellen müssen, auch abhängig von der Impfzahl. Wird man Risikogruppen zuerst? Wird man zuerst zum Beispiel das hauptbetroffene Personal impfen? Das sind Entscheidungen, wie gesagt, abhängig von der aktuellen Lage, von der Impfstoffmenge etc. Möchte dann noch jemand was ergänzen dazu? Nein. Okay. Das ist ja auch eine gewisse politische Frage, die jetzt vielleicht gar nicht wir hier beantworten können. Also, kann man denn, kann denn der Einzelne was dafür tun, dass das Immunsystem am Ende stärker ist? Kann man bestimmte Vitamine, kann man auf seinen Vitamin-D-Status achten? Was kann man machen, um sein Immunsystem pushen und kann das helfen, resistenter zu werden oder sich ein bisschen zu schützen? Also ganz kurz, dem Patienten sagt man immer, gute Ernährung, nicht zu viel Alkohol, Sport machen. Aber es gibt leider wirklich nichts. Also jetzt natürlich, wenn man niedrigen Vitamin-D-Spiegel hat, dann werden die Ärzte schon, die Betreuenden schon gucken, dass der ausgeglichen ist. Aber jetzt ein Vitamin-Cocktail, der die Immunantwort stimuliert, das hat man früher gedacht. Inzwischen wissen wir, dass auch andere, auch nicht so gute Zellen, sich auch über Vitamin-Cocktails freuen. Also ich glaube einfach, alles in Maßen, gesund leben. Wäre mein Tipp. Ich weiß nicht, ob meine Kollegen da ihren Patienten noch was anderes sagen. Absolut, genau das Gleiche. Eine sehr häufige Frage und auch eine nachvollziehbare Frage, dass man durch einfache Alltagsumstellung, sonst als Ernährung, versucht, sein Immunsystem zu aktivieren. Aber ich glaube, da gibt es leider im Prinzip nicht so viel gut Belegtes. Ich glaube, ein gesunder Zirkadianrhythmus im Sinne von Tag-Nacht-Rhythmus und Schlafen und so weiter, da gibt es ganz gute Erkenntnisse, dass man da etwas gestärkter ist als beispielsweise Personal, was sehr viel Nachtdienste macht. Aber das, ich glaube, eine prinzipielle Empfehlung kann man nicht aussprechen, außer die Herr Timme schon gesagt hat. Aber es wird sehr, sehr häufig angefragt, aber es gibt sicher kein Präparat oder Vitamin oder irgendetwas, was man geben kann, um sich gezielt vor Coronaviren zu schützen. Okay. Vielleicht noch eine Frage von uns. Welche klaren Korrelate von Immunität im Sinne einer Schutzwirkung vor Reinfektion sehen denn Sie oder Forschende nach einer SARS-CoV-2-Infektion? Wir können die einzelnen Zellen durchgehen. Ich glaube, neutralisierende Antikörper sind sicherlich in Zellkulturmodellen und in den Tiermodellen, die wir haben, das stärkste Korrelat. Die Immunantworten, über die wir sonst gesprochen haben, T-Zellantworten, korrelieren schon mit dem Verlauf. Aber wir haben keine optimalen bisher Modelle,
in anderen Infektionen, wo man dann zum Beispiel einzelne Subpopulationen wegnimmt, depletiert und sich dann den Verlauf anguckt. All diese Daten haben wir bei diesem Virus noch nicht. Also ich würde hier auf den neutralisierenden Antikörper, von dem wir aber wissen, auch diskutiert haben, dass die halt natürlich nicht ganz so lange vorhanden bleiben wie die T-Zellen. Und wir wissen ja auch eigentlich noch gar nicht so ganz genau, wie viel wir eigentlich brauchen. Ja? Was ist der Titer, den wir brauchen an neutralisierenden Antikörpern, wo wir sagen können, das schützt noch, was dann auch wieder auf das Impfproblem vielleicht ein bisschen zurückführt. Das sind alles Fragen, die wir noch lernen müssen. Wir sehen, es fällt über die Zeit ein bisschen ab. Wir sehen Reinfektion. Aber was so ein Cut-off ist, ab wann es wieder zu einer Reinfektion kommen kann, ich glaube, das ist auch noch nicht endgültig entschieden. Oder? Ich glaube, das ist für Coronaviren, wie es für fast alle Infektionskrankheiten der Fall ist, dass wir dann ein ganz exaktes Korrelat für Immunschutz meistens nicht definieren können. Wir haben manchmal Erfahrungswerte und sagen, bei einer Hepatitis-Impfung muss mindestens ein Titer von XY erreicht werden. Dann betrachten wir die Person als geschützt. Gibt es aber für ganz viele andere Infektionen nicht. Deswegen müssen Impfstudien beispielsweise auch immer an so sehr, sehr vielen Leuten durchgeführt werden, weil man einfach abwarten muss, wer ist denn am Ende geschützt. Und dann kann man das korrelieren. Im Schnitt hatten die diesen oder jeden Titer. Es gibt aber unzählige Beispiele von Impfstoffstudien, die vorher hervorragende Antikörper ausgelöst haben und im Feld nicht besonders gut geschützt haben. Und andere sahen vielleicht nicht so gut aus und die haben dann hervorragenden Impfschutz. Also meistens weiß man das nicht so genau. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn jemand neutralisierende Antikörper hat, würde ich davon ausgehen, dass die Person für eine gewisse Zeit geschützt ist, zumindest vor schweren Verläufen. Dann nochmal bei den Impfstoffen, Herr Sander. Glauben Sie, dass ältere Leute, wenn sie geimpft werden, vielleicht auch adjuvantierte Impfstoffe benötigen? Also klar, Herr Timme, Sie meinten jetzt schon, die ersten Ergebnisse sehen gut aus, aber Erfahrung von anderen Impfstoffen sagt ja, dass ältere Leute nicht so gut auf Impfung anspringen wie jüngere. Ja, da weiß Herr Timme bestimmt auch noch mal mehr, gerade was T-Zellen angeht. Also im Alter haben wir einfach eine kleinere Auswahl im Immunsystem und die Zellen sind auch so ein bisschen erschöpfter. Und wir wissen das von Grippeimpfungen beispielsweise. Es gibt jetzt ja auch Ansätze, bestimmte Impfstoffe in höheren Dosen zu geben in der älteren Bevölkerung. Was aber, glaube ich, vielversprechend ist, das haben jetzt gerade die Oxforder berichtet, hat auch eine andere Studie berichtet, dass es eben zumindest von den Immunantworten auch bei den Älteren gut aussieht. Und die Phase-3-Studien sind auch, das weiß ich selber aus Anfragen und so weiter, so darauf ausgelegt, dass man einen bestimmten Teil auch aus dem älteren Segment eben impft und sich das mit anschauen kann. Das Thema Adjuvantien, die Impfstoffe, die jetzt vorne im Rennen sind, beispielsweise die Vektorimpfstoffe, die haben natürliche Adjuvantien, weil das sind im Prinzip Viren. Wir setzen damit eine kleine Infektion, ist es nicht, weil sie sich nicht mehr replizieren können, aber die werden vom Immunsystem erkannt wie ein Virus. Vermutlich brauchen die kein zusätzliches Adjuvans. Bei anderen Impfstoffen, wo das Spike-Protein einfach gegeben wird, da sind Adjuvantien dabei, da sind zum Beispiel Aluminiumsalze dabei, wie sie bei ganz, ganz vielen Impfstoffen eingesetzt werden. Und man wird nachher erst sehen können, ob vielleicht bestimmte Impfstoffe bei der älteren Bevölkerung besser wirken. Vielleicht sind es die RNA-Impfstoffe, vielleicht sind es die Vektorimpfstoffe, vielleicht muss man bei den bestimmten Bevölkerungsgruppen einen zusätzlichen Booster geben. Ja, aber wir kennen es auch von anderen Impfungen. Hepatitis-Impfung müssen wir dreimal geben. Und andere Impfstoffe muss man zweimal geben und einige braucht man nur einmal zu geben. Ich glaube, das wird einfach von Impfplattform zu Impfplattform unterschiedlich sein. Und das müssen wir entsprechend abwarten. Aber bisher vorsichtig optimistisch sehen zumindest die Antikörperdaten so aus, als ob auch die älteren Probanden gut angesprochen haben. Sehr gut. Herr Timme, Herr Sander, Sie müssen beide etwas früher weg, deswegen komme ich schon zur Schlussfrage. Welche wichtigen Erkenntnisse fehlen gerade noch im Feld der Immunität und worauf sind Sie besonders gespannt? Also, ja, Herr Timme. Das genaue Korrelat des Impfschutzes. Also, wir haben bisher Assoziationen, die haben wir ausführlich diskutiert, die sind auch erfolgsversprechend, aber was uns fehlt, ist so der ganz genaue Korrelat. Was brauchen wir ganz genau, um das Virus zu induzieren und wie lange bleibt das nachweisbar? Daran arbeiten ganz, ganz viele Arbeitsgruppen mit den neuesten immunologischen, molekularbiologischen Methoden, die es gibt. Aber das ist natürlich auch im Patientenexperiment schwierig. Da wäre natürlich ein optimales
Kleintiermodell gut, wo man das noch einmal alles nachspielen könnte und dann ganz gezielt in die verschiedenen Immunsubsets reingreifen könnte. Wir haben aber dennoch, und das muss ich nochmal betonen, ich wiederhole mich, trotzdem unglaublich viel gelernt, wenn man überlegt, 9 Monate, 10 Monate sind das jetzt, was wir jetzt alle schon wissen über die Immunantwort, das ist, ich glaube, es gibt keine andere Geschichte eines Virus, einer Agens in der Medizin, wo wir so viel gelernt haben. Der Nobelpreis für Hepatitis C ist letzte Woche vergeben worden. Für Hepatitis C, da ist zwischen der Entdeckung des Virus und dem Nobelpreis und im Grunde erfolgreichen Therapien 30 Jahre und einen Impfstoff haben wir immer noch nicht. Und bei SARS-CoV-2 kennen wir das Virus kein Jahr und wir gehen mit verschiedenen Vaccinierungskandidaten in Phase 3. Normalerweise dauert Phase 1 mehrere Jahre. Also deshalb würde ich wirklich diesen positiven Aspekt nochmal betonen. Ja, wir wissen noch einiges nicht, aber wir haben unglaublich viel gelernt und das macht mich und lässt mich sehr optimistisch sein. Herr Sander, haben Sie auch noch Zeit für ein kurzes Statement? Ja, vielleicht, weil ich kann mich dem Gesagten nur anschließen, möchte ich noch einmal, wir haben die Impfung und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir die diskutieren. Tschüss. Aber wir werden noch leider eine ganze Weile mit dieser Erkrankung leben müssen und auch mit schweren Fällen. Von daher ist auch weiterhin die Entwicklung von Therapien wichtig. Nicht nur die Impfung ist sicherlich ganz klar, das brauchen wir und möglichst viele, die gut funktionieren. Aber auch die Therapie werden wir brauchen. Und da glaube ich jetzt zu verstehen, warum bestimmte Personen so schwer erkranken und was da die Ansatzpunkte sind, da wird man wahrscheinlich mit einer Therapie, die sich entweder sehr, sehr früh gegen das Virus selber richtet oder dann etwas später, weil manchmal bemerkt man es auch später, dann in das Immunsystem so gezielt eingreifen, dass die Patienten eben vielleicht nicht so lange auf die Intensivstation müssen, weil das ist auch ein Problem. Wir haben die Intensivkapazität, man kann ja nur herrechnen, aber wir müssen auch sagen, ein Covid-Patient mit einer schweren Pneumonie, der bei uns im Lungenversagen ist, der bleibt in der Regel auch relativ lange auf der Intensivstation. Das heißt, der belegt dann auch lange im Bett oder die Patientin. Und deswegen, glaube ich, sind therapeutische Ansätze auch nochmal was wir für die nächsten 1-2 Jahre auch brauchen werden. Von daher, das ist etwas, was mich interessiert, warum erkranken einige so schwer und wie können wir das angehen, zusätzlich natürlich zu den Impfstoffen. Und da bin ich auch gespannt, was wir jetzt vielleicht schon Ende November hören von den ersten Studien. Ich müsste mich auch verabschieden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Sander, dass Sie mitgemacht haben. Wiedersehen. Herr Nattermann. Dann ist die Bühne jetzt noch für Sie frei, um noch zu erklären, was für Sie noch wichtige offene Fragen sind in der Forschung zur Immunität. Im Prinzip haben die beiden Kollegen das ja gesagt. Also wir alle sind jetzt sicherlich gespannt auf die Daten zur Impfung. Und ich glaube, das Endgültige, das ist ja angekommen, ob es dann eine sterilisierende Immunität gibt oder das nur in Anführungsstrichen zu einer Abschwächung der Verläufe führt. Ob wir einen Booster brauchen, werden jetzt auch die ersten Studien noch nicht zeigen. Das wird dann sicherlich noch eine Weile dauern. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt zu verstehen, was eigentlich diese Verläufe so unterschiedlich macht. Wir haben jetzt, wie Herr Timmer gesagt hat, viele Korrelate. Wir verstehen es noch nicht. Ich glaube, das Tiermodell wird eine Sache sein und dass wir probieren, noch früher in der Erkrankung irgendwie auch schon bei nicht symptomatischen Patienten dann da Untersuchungen zu machen, um da zu verstehen, weil irgendwer in dem Punkt wird ja die Weiche gestellt, ist das jetzt eine überschießende Immunantwort, die dann eher zu einer Erkrankung führt und gar nicht wirklich antiviral, oder ist das ein milder Verlauf, effektive Immunantwort und ich bin dann ausgeheilt. Und das ist etwas, was wir momentan noch nicht sehr gut verstehen und ich kann nur noch mal betonen, was Herr Sander sagt, es darf sich nicht nur alles auf die Impfstoffe konzentrieren, sondern wir haben jetzt mit den Steroiden eine Therapie, die ziemlich unspezifisch ist, die aber eine gewisse Effektivität zeigt. Das ist ja in Studien gezeigt worden, das ist auch durch von allen Kollegen, die ich kenne, die Erfahrung auf der Intensivstation, das was bringt. Dass aber doch ja auch viele Therapieansätze versucht worden sind, die weniger effektiv waren, sei es jetzt mit Anti-IL-6 oder den anderen antiviralen wirkenden Mitteln. Ich glaube, da muss auch noch, und da laufen ja auch viele, viele Studien momentan, um da möglicherweise dann doch auch der Patientengruppe, die nun mal erkrankt ist, dann auch besser zu helfen. Und wie wäre so Ihre Grundbotschaft nach draußen für die Bevölkerung, was so die
wie man dann umgeht, wenn man eine Infektion hatte, also dass man sich nicht, kann man sich sicher fühlen, sollte man sich eher nicht sicher fühlen, kann es immer zu einer Reinfektion kommen, wie sollten sich Leute weiterhin die Leute verhalten? Also meine Empfehlung wäre, so machen es wir auch mit den Kollegen, wir haben ja auch Kollegen hier, die sich infiziert hatten in der ersten Runde, die in Ischgl waren oder was, die verhalten sich so wie alle anderen auch. Also die tragen genauso den Schutz und wenn die zu einem Patienten gehen, der eine nachgewiesene Infektion haben, gelten da die gleichen Schutzmaßnahmen. Und ich glaube, auch wenn, wie wir gesagt haben, da sicherlich ein gewisser Schutz besteht, wenn allein da die Gefahr besteht, dass sie sich wieder infizieren, selbst wenn sie nicht schlimm krank werden, sind sie damit ja wieder Überträger für andere Leute, die diesen Schutz nicht haben. Das ist ja das gleiche Prinzip auch dann bei den Impfungen, dass eben die, die geimpft sind, auch einen gewissen Schutz darstellen für die, die sich nicht impfen lassen können oder bei denen die Impfung aus verschiedenen Gründen so nicht anspricht. Das heißt, das wäre jetzt meine Empfehlung, verhalten sich genauso wie vorher. Herr Nattermann, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und hier Antworten geliefert haben. Ich danke auch den vielen Journalisten und Journalistinnen, die hier ihre Fragen gestellt haben. Das Video wird ungefähr in einer Stunde auf unserer Webseite zur Verfügung stehen und das Transkript stellen wir auch so schnell wie möglich Ihnen dann zur Verfügung. Vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag. Tschüss. Tschüss.